Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Guten Abend, Sie zu Hause, guten Abend hier im Studio. Willkommen zu Menschen bei Maischberger. Deutschland ist angeblich der größte Puff Europas mit Laufbordell, mit einem Straßenstrich, mit Sextouristen aus aller Welt. Und Schuld daran soll ein Gesetz sein, das die rot-grüne Bundesregierung vor etwa 13 Jahren auf den Weg gebracht hat. Das liberalste seiner Art, heißt es. Es soll Verwerfungen erzeugt haben, die die neue Bundesregierung nicht länger akzeptieren will. Sie möchte dieses Gesetz verschärfen. Die Frage ist nur, lässt sich so Menschenhandel bekämpfen und die unwürdigen Zustände, unter denen manchmal Prostituierte arbeiten müssen? Unser Thema heute lautet: Gütesiegel für Bordelle, Strafen für Freier. Wird Prostitution menschlicher? Meine Gäste dazu sind Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie ist Ministerpräsidentin des Saarlandes und für eine Verschärfung des Prostitutionsgesetzes. Würde Ihnen denn das... Ja, Applaus. Herzlich willkommen. Würde Ihnen das Schwierigkeiten machen, der Pascha der Szene Bordellbetreiber Hermann Müller. Herzlich willkommen. Rita Knobel-Ulrich, Filmemacherin, sie hat sich mehrfach intensiv auf allen Seiten mit dem Thema Prostitution auseinandergesetzt. Herzlich willkommen. Herr Müller, wann bekommt denn jemand das Geld zurück eigentlich bei Ihnen? Also welche Art von Unzufriedenheit? Wenn der Gast mit einer Leistung der Dame, was er ausgemacht hat, wenn die Dame die Leistung nicht erbringt, was der Gast mit ihr ausgemacht hat, bekommt er sein Geld zurück von uns. Von Ihnen? Die Dame muss das aber nicht zurückgeben. Okay. Das ist eine Werbemaßnahme, die wir bezahlen. Kommt das häufig vor? Selten. Selten. Heißt selten. Einmal, zweimal im Monat? Weiter. Einmal, zweimal im Monat. Oder geht es wirklich um einen Betrag von einem Betrunkenen, der halt 50 Euro nicht kommt auf dem Zimmer, weil er betrunken ist? Da kommt er und beschwert sich, dann kriegt er von uns die 50 Euro. Sie haben ein Herz für Männer. Herr Müller, jetzt einmal, die Frau Knobel-Ulrich hat gesagt, Sie verlangen eine Zimmermiete. Die Frauen müssen dafür arbeiten. Wie viel sie verlangen, bestimmen ja nicht Sie, sondern die Frauen selber. Ja. Ist das eine Form von Ausbeutung? Ist das eine nette Vermietung? Oder ist das einfach nur ein Geschäftsmodell wie jedes andere auch? Ja, wenn ich das ganz kurz ausholen darf. Bitte. 19 Jahre besteht es, Pascha. Wir waren federführend in dieser Branche, revolutionierend. Und wir haben uns an die gesetzlichen Regeln, die heute gehalten werden, damals schon im illegalen Zustand gehalten. Und die gesetzlichen Regeln, die es heute gibt, das ist halt so ein Irrtum. Die werden, die Polizei könnte alles machen, können Wohnungen schließen, Zwangsprostitution wäre alles zu bekämpfen, ganz leicht. Die Wohnwägen, die Straßenstrich sind nur nicht in der Lage, weil sie es nicht machen wollen. Ja. Weil sie es nicht machen wollen. Aber naja. Sie haben jetzt aber auch schon einen Unterschied. Also, und jetzt zur Ausbeutung zu kommen bei uns. Genau. Eine Dame, wir haben also 80% unserer Damen sind über 5 Jahre im Haus. Mhm. Eine Dame ist vom ersten Tag an 19 Jahre, bezahlt also 19 Jahre lang, 20 Tage im Monat, wo sie arbeitet, oder 25 Tage, je nachdem, wie sie Lust hat zum Arbeiten, 145 Euro, um es genau zu sagen. Mensch, das ist ja echt günstig. Ja, weil 15 Euro sind fürs Finanzamt. 15 Euro fürs Finanzamt, die wir abführen. Fürs Finanzamt. Von den Damen kassieren. Da kannst du ein Sternehotel einmieten für den Preis und kriegst sogar noch ein Frühstück. Kriegen sie aber kein Geld dafür. Und die Damen bezahlen bei uns auch nicht im Voraus. Wenn sie morgen ein Friseurgeschäft aufmachen, ein Nagelstudio, mieten sie eine Miete, gehen sie ein Risiko ein. Bei uns bezahlen sie erst, wenn sie Geld verdient haben. Wenn die Damen kein Geld verdienen würden, in der ersten, zweiten, dritten Nacht, ziehen sie aus. Es geht niemand auf die Bank von den Damen, nimmt einen Kredit auf, um uns die Miete zu bezahlen. Nur nach verdientem Geld bezahlen die Damen bei uns. Darf ich mal was fragen? Und die würden nicht 19 Jahre da sein oder 100 Frauen über 4 Jahre, wenn irgendwas nicht stimmen würde, wenn sie nicht zufrieden wären. Ich bitte an dieser Stelle, ich habe in solchen Sendungen schon öfter Redakteure und auch für Sie getroffen, die gesagt haben, wir kommen vorbei und schauen uns das an. Die sind gekommen und haben danach nicht berichtet, weil sie nichts Negatives gefunden haben. Hätte ich denn eine Chance, bei Ihnen da reinzukommen? Sie dürfen mit Ihrem Team jederzeit, wann Sie möchten, ins Pascha kommen, wenn Sie eine negative Stimme finden. Eine negative, egal wo. Ja. Geld zurück. Spende ich persönlich 50.000 Euro an irgendeinen Verein, den Sie bestimmen. Das ist ein Angebot. Also Herr Müller, das ist wirklich viel Geld, 50.000. Ich gehe davon aus, dass Sie gut verdienen mit diesem Geschäftsmodell. Und meine Frage ist, ist das für Sie eigentlich, Sie sind ja Gastronom in der Ausbildung, Sie haben Hotel gemacht, Sie haben Discos gemacht, Spielcasino. Ist das für Sie eigentlich genau das Gleiche? Ja. Haben Sie keine Skrupel? Ist da eine moralische Komponente? Würden Sie Ihre Kinder da arbeiten sehen wollen? Ich weiß nicht, haben Sie Töchter?
Es ist für mich eine Dienstleistung, da ich selbst auch als Mann seit 40 Jahren zur Prostitution gehe. Auf der ganzen Welt. Ich habe die ganze Welt gesehen, ob in Afrika, egal wo, egal in welchem Land. Und es ist für mich eine Dienstleistung, die bezahlt wird. Und ich respektiere diese Damen, die diesen harten Job machen, eine ganz harte Arbeit machen. Und selbstverständlich ist nicht jede Dame geeignet für diesen Beruf. Nein. Es ist auch nicht jede Dame geeignet, zur Feuerwehr zu gehen oder in einem Krankenhaus oder Sekretärin zu machen. Oder an der Kasse zu sitzen, jeden Tag 8 Stunden, ist auch nicht jeder Mensch geeignet. Darf ich mal, Frau, und für diese Prostitution ist selbstverständlich, Damen, die diesem Gewerbe nachgehen, sind vielleicht auch in der Freizügigkeit, ich kenne das ja aus dem, ich verfolge das seit 40 Jahren in der Gastronomie. Es hat in der Diskothek Damen gegeben für einen Orangensaft. Die haben sie zweimal vernascht auf der Toilette schon, die Gäste wissen es, umsonst. Wenn die mal dann zur Prostitution gehen und verdienen endlich mal 5.000, 6.000 im Monat, ist sie bestens aufgewendet. Ist eine Sichtweise. Frau, dann wird hier ein Bild gezeichnet, ist ja bei uns auch versucht worden mit dem Großbordell, mit Paradies. Und sie ist doch toll, wir nehmen die Damen von der Straße, ist bei uns alles geschützt und sicher. Das Ergebnis war, wenige Wochen nachdem das Bordell in Betrieb gegangen ist, hatten wir die erste bundesweite Durchsuchung, weil es eben den Verdacht gibt, dass es Kontakte gibt ins Rockermilieu, zum Menschenhandel. Also das heißt, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und ich kann überhaupt nicht erkennen, wo die Würde von Frauen gewährleistet ist, wenn ich auf Homepages etwa eines neuen Großbordells in Stuttgart lesen kann, sozusagen Eröffnungsangebot, Sex, so viel man will, in allen Varianten, mit wem man will, und das Ganze für 70 Euro. Und das Beste daran, zur Frau gibt es dann auch noch kostenlos das Bier und das Bratwürstchen. Also eine Frau sozusagen gleichzustellen mit Bier und Bratwurst, wo ich das Gefühl habe, die Bratwurst und das Bier kostet eventuell den Unternehmer noch mehr als die Frau. Was das noch mit Menschenwürde zu tun hat, das kann ich nicht verstehen. Das will ich auch nicht dulden in diesem Land, das sage ich ganz offen. Herr Ministerpräsident, wenn ich darauf antworten darf, das ist selbstverständlich ehrenwert, was Sie sagen als Frau, aber hat nichts mit der Gesetzeslage zu tun. Und das ist genau das Problem. Entweder man hält sich an Gesetze, das ist genau das Problem Ihrer Regierung. Sie machen Gesetze und kein Mensch hält sich dran. Nein, deswegen will ich die Gesetze ändern. Das ist genau das Problem, egal welche Gesetze Sie machen. Wir haben im Saarland die Situation, ich habe gedacht, die DDR wurde abgeschafft, ist nur vergrößert worden. Dass die Menschen auf die Straße gehen, weil sie sagen, wir wollen bei uns keine Großbordells haben. Wir wollen das nicht erleben, nicht als Bürgerinnen und Bürger. Und wir wollen auch nicht, dass die Frauen dazu gebraucht werden. Und wir erleben auch, dass wir mit Blick auf die bestehende Gesetzeslage, ob das Bauordnung sind, anderes, weder die Stadt noch das Land eine Chance haben, dagegen vorzugehen. Und deswegen muss das Bundesgesetz geändert werden. Und dafür kämpfen wir. Und da hoffe ich, dass die Bundesregierung bald voranmacht. Ich würde gerne eine Sache noch mal klarstellen. Vielleicht wissen das auch nicht so viele. Was hat dieses Gesetz gemacht? Also, wenn man sich die Situation davor betrachtet, Sie haben ja gesagt, Sie hatten davor auch schon ein großes Bordell. Nur aber es war noch in der Illegalität. Zu der Zeit gab es keine gesetzliche Grundlage für das, was Sie gemacht haben. Es hätte unter einem Vorwand jemand kommen können, den Laden einfach zumachen. Sie sind jetzt legalisiert. Das heißt also, jetzt ist das, was Sie tun, nicht mehr Förderung der Prostitution, was es früher gewesen wäre. Sie sind sozusagen legalisiert und konnten das Geschäftsmodell ausbauen. Und das Zweite ist die Sittenwidrigkeit. Das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Bis dahin galt Prostitution als sittenwidrig. Das ist es nicht mehr. Haben Sie denn das Gefühl, dass das, was Sie anbieten, jetzt auch deshalb mehr Zulauf hat, weil die Leute in der Gesellschaft umgedacht haben und gedacht haben, na, wenn das nicht mehr sittenwidrig ist, dann kann ich ja vielleicht auch hin. Sie ziehen Männer an, die vorher gar nicht ins Bordell gegangen wären? Das Eros-Zentrum, das Beispiel, das wir in Köln haben, wurde vor 45 Jahren von der Stadt Köln gewollt gebaut, gefördert, damit der Straßenstrich in der Innenstadt, in der Altstadt, die Altstadt sauber gemacht wurde. Also, im illegalen Zustand gab es die Prostitution. Sie konnten sie in der Altstadt nicht regeln, haben sie ein Bordell gebaut draußen, genehmigt. Die Stadt Köln hat kein Geld für Kindergärten, für sonst was. Verdienen Sie den bauen einen Straßenstrich für 1,5 Millionen für die Straßenverrichtungsboxen. Also verdienen Sie denn heute mehr Geld als vor der Gesetzgebung? Das wäre meine Frage. Weniger. Weniger? Ja, es ist auch vorher. Und es ist genau, wenn ich das einmal anführen darf, das ist das, was viele glauben, nämlich, dass in dem Geschäft das große Geld verdient wird. Und das ist genauso für die Frauen, das ist bei weitem nicht mehr der Fall. Das ist bei weitem nicht mehr der Fall wie früher. Also ich kann das sagen, weil ich kenne Damen, die vor 40 Jahren gearbeitet haben, die haben in einem Monat einen Mercedes verdient.
vor 30 Jahren. Nein, die Zeiten Frage sind ist, vorbei. Ob Sie besser verdienen. Ich schwöre Ihnen, dass Sie. Hören Sie mal, 160 Zimmer, 160 pro Nacht, 100 Zimmer. 145. Das ist ja eine Lizenz zum Gelddrucken, hören Sie mal. Mhm. Die Frau, die verdient nicht mehr, aber Sie doch. Darf ich das? Also, gerne. Also, aber das kann doch nicht sein, dass Sie nicht ordentlich Geld verdienen. Also, mehr als mit Ihrer Hähnchenbraterei doch bestimmt, also, oder nicht? Das kommt darauf an, wie die Hähnchen das verbrät, ne? Und wie das heißt, ne? Ob Sie eine Hähnchenbraterei auf dem Dorf haben, wo 1000 Leute sind, oder ob Sie im Fußballstadion mit 50.000 Hähnchenbraterei haben. Dementsprechend verkaufen Sie Hähnchen. Ne? Also es ist ein Massengeschäft, das wollte ich nur wissen. Das ist eine Masse geworden. Frau Merklinger wollte was dazu sagen. Ja, hier werden Gefühle erzählt und Lebensgeschichten erzählt und Lebensweisheiten und was weiß ich. Es geht um die Gesetzeslage. Auch, aber es geht auch um Menschen. Ist. Und wenn sich alle Betriebe an ein Gesetz halten, so wie es das Gesetz vorgibt, wird kontrolliert. In München, garantiere ich Ihnen, gibt es keine Zwangsprostitution. Ja klar, gibt es das auch. Selbstverständlich. Moment, also Moment mal, Sie wetten mit, Sie garantieren, in München gibt es keine Zwangsprostitution. In München fahren diese Leute, die in Saarland ein Bordell betreiben, oder in Saarland das Bordell betreiben, die fahren durch Bayern nicht einmal durch, weil die verhaften die in Bayern gleich. Wenn das Gesetz so durchgesetzt würde, dann muss ich eine Lanze brechen für die Städte, wo wir ein Bordell haben. In München und in Köln, wir sind wöchentlich kontrolliert. Darf ich mal wissen? Wöchentlich also, werden wir kontrolliert. Sie können ausschließen, dass bei Ihnen eine Zwangsprostituierte arbeitet? Ausschließen. In allen fünf Bordellen? Ausschließen. Österreich, Deutschland? Jawohl. Und wissen Aber Sie, warum? Aber einmal gab es mindestens eine Kontrolle. Es gibt einige Fälle, und das ist das, was wir vorsorgen. Ja. Wir haben spezielle Hausdamen, wir haben einen Friseur, der 15 Jahre im Haus ist, die ausgebildet sind, genau für diese Frauen als Auffangstation, diesen Frauen zu helfen. Wenn da was im also Aber was, der Friseur ist, im Souterrain oder wo ist der? Im dritten Stock ist so, bei uns. Sie haben 7 Stockwerke, ja. 100, über 100 Frauen. Mal, ja. Was ist denn, wenn die junge Zwangsprostituierte jetzt nicht zum Friseur geht? Wenn eine Zwangsprostituierte nicht zum Friseur geht, wer fängt? Ja, weil Sie sagen, also das kann doch nicht sein, dass der Friseur quasi Ihre interne Kontrolle ist, wollte ich nur sagen. Schauen Sie, Zwangsprostitution müsste Sie herfahren und Sie können das Haus nicht verlassen. Bei uns kann ja jede Frau jederzeit rein und rausgehen. Aber was passiert denn, wenn Sie Ihr Haus verlässt? Sie wissen doch gar nicht, wem Sie Ihre Kröten geben muss. Das wissen Sie doch nicht. Sie wissen doch gar nicht, was da läuft. Richtig. Und Sie wissen nicht, ob sie morgens gebracht wird in Ihre Bude und abends wieder abgeholt wird. Und der Typ sagt, her mit dem Geld. Das weiß man sonst haue ich die eine in die Wäsche. Das wissen Sie doch nicht. Nein, das weiß man schon. Dass diese Fälle all 400 Frauen? Dafür sind Manager und ausgebildete Leute da. Und wir arbeiten eben ganz intensiv mit der Polizei zusammen. Es wird sofort der Polizei gemeldet, wenn ein Verdacht da ist. Ich wollte dazu was sagen. Kann ich nur aus Erfahrung sagen. Ich habe es gehört.